So, hallo meine fabelhaften Löwe und Löwe-Aszendenten. Ich begrüße euch. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr habt schön Weihnachten gefeiert, habt euch über eure Geschenke, eure liebsten Familie gefreut, seid beisammen gewesen. Es war harmonisch. Ja, das habe ich mir auf jeden Fall gewünscht für euch. Ich will jetzt mal gucken, was bei euch im Januar los ist. Erstmal, das andere kommt noch. Ich mache demnächst noch ein extra Video, auch damit ihr die Informationen habt. Ich möchte einige Neuerungen einführen und da will ich euch dann vorher fragen. Wäre das schön, wenn ihr das in der Community, nee, ich werde wahrscheinlich ein Video machen und ihr mir dann euren Kommentar wirklich da unterschreibt, was ihr davon haltet oder ob ihr das überhaupt kein Interesse dran habt. Und das folgt in Kürze. Aber jetzt ist es ein Anliegen von mir erstmal, dass die Januar-Videos, sag ich mal, raus sind. Jahreslegung wollte ich auf jeden Fall machen. In welcher Form? Das hängt jetzt von meiner Entscheidung einfach noch ab. Weil es ist ja auch zeitlich, das ist auf jeden Fall ja umfangreicher als eine Einzellegung für einen Monat. Da bin ich jetzt gerade noch am Überlegen, wie ich das am besten mache für euch. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich habe jetzt noch nichts vorgezogen, das mache ich jetzt mit euch zusammen. Die Akasha-Chronik, wie gesagt, habe ich für euch schon geöffnet. Wir fangen jetzt mal an mit dem Seelenorakel und zwar für alle Löwe-Geborenen und Löwe-Aszendenten oder Mond im Löwen, Venus im Löwen, je nachdem. Schaut bitte auch nochmal in euren Aszendenten rein oder die Planeten, die für euch vielleicht gerade auch wichtig sind, für diejenigen, die sich da ein bisschen auskennen. Alle Neuen unter euch begrüße ich natürlich auch ganz, ganz herzlich. Ne? Also wenn euch das gefällt, was ich hier tue, abonniert den Kanal, kommt in diese wirklich nette Community mit rein. Es wird jetzt noch in den nächsten Zeit einiges folgen. Ich habe da ein bisschen was vor. Wie gesagt, da gibt es aber ein extra Video. Also da dürft ihr schon mal gespannt sein. So, jetzt aber zu eurer Legung. Für den Löwe. Für den Löwen. Monat Januar 2023. Wow, schon wieder Ende des Jahres ist es. Dieses Jahr Wahnsinn. Jedes Jahr habe ich das Gefühl, es geht schneller vorbei. So, Löwegeborenen. Da haben wir ja schon die Spirale. Hier sind noch zwei andere, aber die lasse ich jetzt erstmal so. Und die Spirale, ich zeige euch mal die Karte. Sieht nett aus, ne? Für den Löwen. Bei der Spirale, das ist die Nummer 50, geht es darum, dich zu erneuern oder euch zu erneuern oder die Möglichkeit haben, dies tun zu können. Um es tun zu können, musst du praktisch deine alte Haut abstreifen. Das heißt, ja, wie so eine Metamorphose durchmachen, ne? Wie ein Schmetterling, der aus dem Raupenkokon entspringt, auf Deutsch gesagt. Vielleicht hast du es aber auch schon getan. Das heißt, dass du hier Veränderungen schon angefangen hast, dass du gesagt hast, ich will das einfach alles mal ein bisschen anders machen. Die Spirale sagt dir, dann hör aber, also wenn du es schon getan hast, dann hör aber auch auf, an diesen alten Sachen herumzuzupfen und hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen, das muss ich auch noch, sondern du sollst dich lieber daran erfreuen, an dem neuen Gewand, was du jetzt genommen hast, Gewebe, wie gesagt, ne, Kokon, und sollst dich einfach mal wieder zeigen, so wie du bist. Du sollst dir auf der anderen Seite auch abgewöhnen, ständig an deinen Fehlern zu arbeiten. Jeder Mensch hat Fehler, kein Mensch ist perfekt. Nur mal so zur Info. Und lass der Natur einfach mal ihren freien Lauf. Wie wäre es denn damit? sei dir dessen eben auch bewusst, dass die Haut, die du dir jetzt gerade neu zugelegt hast, noch sehr empfindlich ist. Weil du
ja, ich will nicht sagen, dich neu erschaffst, aber dir es manchmal selber vielleicht auch noch ein bisschen unheimlich ist, wo, oder dir vielleicht sogar noch Angst macht, so, oder jemand sagt, was ist denn mit dir los? Das hast du ja noch nie. Verstehst du so, dieses, habe ich wirklich das Richtige gemacht? Ne? Weißt du, diese Empfindlichkeit, Ängstlichkeit, ne? Nein, also vertrau auf die Medizin dieser Spirale, vertrau da eben auch auf dich selber. Du wirst hier Orientierungshilfe bekommen. Natürlich kommen auch mal Ängste hoch, gerade wenn man mal etwas komplett anders macht. Es kann sein, du willst eine neue Arbeit, du willst einfach noch mal was Neues lernen, du willst, bist jetzt auf einmal spirituell unterwegs, du, also irgend so sowas, ne? Also wir schauen mal, was die Akasha-Chronik dazu sagt. Für die Löwen. Ich muss das mal eben einmal kurz durchmischen. Für die Löwe geborenen. Löwe. Januar 22. Löwe. Da haben wir das schon. Ablenkung. Richte dich auf die richtigen Dinge aus und bleibe fokussiert. Lass dich nicht ablenken von Handy und hier Nachricht und da Nachricht. Und das hat auch was mit deiner neuen jungen Haut zu tun. Irgendeine Transformation, die du davor durchgemacht hast. Es braucht gar nicht jetzt so große Sachen zu sein. Aber du machst vielleicht auf einmal Sachen anders, weil du aus der Vergangenheit einfach auch gelernt hast. Vielleicht kann die Akasha-Chronik mir hier noch eine Botschaft geben. Eine zusätzliche für den Löwen. Ja, du wolltest, das habe ich genau gesehen. Gib nicht auf, fühl dich inspiriert und überwinde die Hindernisse voller Selbstvertrauen. Genau. Also ein bisschen Angst ist da noch. Du lässt dich vielleicht auch noch durch Meinungen oder so weiter der anderen, sag ich mal, ein bisschen beeinflussen. Kann das sein? Das sollst du bitte nachlassen, auf Deutsch gesagt. Wenn du, also du sollst, ja, andersrum, du sollst praktisch deine Aufmerksamkeit auf jene Dinge wenden, die du erfahren möchtest. Vielleicht, um hier noch was dazu zu lernen oder. Je nachdem, in welchem Bereich du diese Transformation jetzt gemacht hast, ne? Ablenkung behandle praktisch wie Wolken am Himmel. Sie erscheinen und sie ziehen aber auch vorbei. Versteht ihr? Sie ziehen auch wieder vorbei. Lasst sie vorbeiziehen. Versteht ihr, was ich meine? So ungefähr, ja, ich sehe es, aber schwupps, da ist sie auch schon wieder weg. Ablenkung können natürlich auch beste Freunde sein, die man hat, ne? Die auf einen einreden, auch für dein Ego, ne? Der ist ja bei Löwen eigentlich sehr ausgeprägt, obwohl ihr ja sehr, sehr interessante, also auch ist ja auch ein Feuerzeichen. Ich bin ja auch ein Feuerzeichen. Deswegen, ne, also es geht hier darum, deine Ziele und dein wahres Glück zu erreichen. Das Ego, das eigene Ego, lenkt uns natürlich immer gerne von unserem Lebensweg ab. Ne? Ablenkung nehmen verschiedene oder können die unterschiedlichsten Formen annehmen. Allgemein kann man eigentlich sagen, ja, dass eine Ablenkung alles ist, was uns davon abhält, etwas anderem unsere volle Aufmerksamkeit zu schenken, zu widmen. Warum? Es kann dabei zum Beispiel um eine mentale Aufgeregtheit handeln oder unkontrollierte Emotionen, die hochkommen, vielleicht durch dieses Neue, was du hast, wo du dir eben noch nicht ganz sicher bist, wo du ja auch nicht aufgeben sollst. Manchmal lassen wir uns ja auch ganz gerne
ablenken durch Dramen, die bei anderen passieren, nur um jetzt nicht sich mit den eigenen Sachen zu beschäftigen. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich dabei mit meine, ne? Wir sollen lernen, oder ihr sollt praktisch dabei lernen, euren Blick auf den Weg zu richten, den ihr vor euch habt, der zu euren Zielen führt, um sicherzustellen, dass eure Energie in der höchstmöglichen Frequenz schwingt und das dementsprechend auch so, ja, ankommt. Also passt auf, welchen Ablenkungen ihr erlegen seid ab und zu oder euch vielleicht absichtlich ablenken lasst, ne? Fühl dich inspiriert und überwinde die Hindernisse voller Selbstvertrauen. Du sollst nicht aufgeben, du sollst hier am Ball bleiben. Das heißt für mich eigentlich auch, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. So, gucken wir nochmal ins Cloudburst-Orakel. Für die Löwegeborenen für den Monat Januar 23. Ups, da fällt schon eine raus. Vergebung, das habe ich jetzt schon das dritte Mal. Ist echt so. Wahnsinn. Verzeihe, denn die einzige Person, die davon profitiert, bist du selbst. Verzeihe dir selber und auch anderen. Kannst du mir da bitte noch einen Hinweis geben? Strahlkraft. Wer auch immer gerade versucht, dich zu bekämpfen oder dir etwas neidet, niemand kann dir das Wasser reichen. Denke stets daran. Gib nicht auf, lass dich nicht ablenken. Vergib einfach und sag ja. Der hat seine eigenen Probleme. Wende 90 Sekunden an. Lass es vorbeiziehen wie die Wolken. Ne? Hier. Ich sehe sie. Ich sehe dich. Ja, geh vorbei. Ja. Das wäre jetzt für mich nur eine Ablenkung, wenn ich mich jetzt streiten würde, wenn ich jetzt darauf eingehen würde. Versteht ihr, was ich meine? Lass es, vergib es einfach und geh weiter. Es gibt momentan sehr viele Menschen, die sehr aggressiv unterwegs sind. Ich weiß, dass ihr auch gerne darauf anspringt. Wer tut das nicht, wenn einer getriezt wird? Aber auch wenn dir jemand etwas neidet, das hörst du eigentlich auch schon daran, wie jemand etwas zu dir sagt. Dir kann momentan keiner das Wasser reichen. Sei einfach so, du hast jetzt hier was Neues. Du zeigst dich in einem neuen Gewand. Du hast dich, oder entweder wirst du es oder du hast es schon. Du willst einiges auch anders machen in deinem Leben. Das habe ich momentan bei fast jedem Sternzeichen hier gehabt. Es hat so durch die letzten Monate und Jahre, sage ich mal, was wir alles so durch haben, so einiges ein Umdenken auch stattgefunden und findet auch immer mehr statt. Und die Energie ist einfach auch da. Es kommt jetzt wieder frische Energie. Im Januar ist das neue Jahr da, ne? Das alte Jahr lassen wir hinter uns. Es wird auch sicherlich ab, also alleine vom Horoskop her wird es ab Frühjahr auch wieder besser werden. Bis dahin gibt es immer noch mal so ein bisschen Auf und Ab, aber ihr versteht, was ich meine. Also lass es einfach vorbeiziehen, schluck es runter und sag, du kannst mir sowieso nicht das Wasser reichen. Was willst du eigentlich von mir? Ich drücke es jetzt mal so aus. Ich hoffe, ihr versteht das. So, dann gucken wir mal rein. Ja, ihr baut euch, also entweder wollt ihr die Arbeit wechseln oder ihr baut euch etwas auf, Selbstständigkeit etc., die Kraft und die Stärke habt ihr oder ihr habt mit so einem Menschen zu tun. Pläne, ja, also mit was geht ihr denn hier schwanger? Da sind doch Pläne. Also ihr wollt definitiv etwas anders machen. Ihr werdet hier auch die Lösung finden. Die Lösung steht im Mittelpunkt. Da wird eine Tür aufgehen, die vorher nicht aufgegangen war. Es werden sich hier Lösungen auftun. Oh, ihr kommt hier in Wallung. Also hier kommt Bewegung rein, meine Lieben. Mit dem, was ihr vorhabt. Es ist eine längere Reise und es ist von oben geschützt und geführt. Was soll ich denn dazu noch sagen? Das ist ja hier wie... Ja. Ergänzungskarten für die Fabrik, bitte. Nee, das waren ein bisschen zu viele. Ich lege mal aus. Für den Bär. Bitte für den Bären. Zusatzbotschaft. Sehr schön. Manchmal ist... Ich habe heute schon so viele Karten gemischt, deswegen...
So, ganz ruhig. Für den Bauch brauche ich bitte eine Zusatzkarte für den Bauch. Gesundheit, gesunde Entwicklung für den Bauch. Da habe ich zwei. Ins Handeln kommen, da haben wir hier die männliche Energie und den Vertrag. Da, also wenn ihr neue Arbeit sucht, werdet ihr welche finden, auf jeden Fall. Vielleicht in Zusammenhang mit einem Mann oder durch einen Mann, kann sein. Es kann auch eine Fortbildung sein, Pläne, je nachdem, welche Pläne ihr habt oder um welche Pläne es sich hier dreht. Bei dem Schlüssel bitte. Mehr zu verdienen, eventuell. Es ist etwas Tiefgehendes hier. Ich glaube also, wenn ihr euch etwas, hier geht es um geldliche Angelegenheiten. Das heißt, wenn ihr euch selbstständig machen solltet, hier, vielleicht geht ihr damit zum Anwalt, der euch da berät. Damit werdet ihr auf jeden Fall Glück haben, dass ihr da eine richtige Beratung auch bekommt. Oder ihr seid es selber, die die Kraft und diese Stärke haben. Das wird aber auch definitiv gut ausgehen. Das ist etwas Altes, Bewährtes. Vielleicht auch einen älteren Menschen, einen älteren Freund. Alles Mögliche. Hier geht es um Selbstvertrauen, um Stärke, um Widerstandsfähigkeit, Stabilität, Vertrauen, Führungsqualitäten. Vielleicht sucht ihr auch in einer Firma eine Führungsposition, bekomme ich so rein. Wir haben hier noch die Lilien unter der Fabrik, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Aber ich greife schon wieder vor. Ich will jetzt erstmal die anderen kurz auslegen. Für den Reiter bitte. Da haben wir wieder den Bären. Pardon. Hier kommt definitiv Bewegung rein. Also ihr seid entweder wie geschaffen dafür. Ihr habt diese Kraft und diese Stärke einfach von Löwen zum Bären. Ne? Für das Schiff bitte. Danke. Das Schicksalskreuz. Die Entscheidung. Von oben geführt. Das sehe ich hier schon bei den Engelsflügeln. Natürlich auch nicht übers Ziel hinausschießen, sage ich jetzt mal. Aber und da haben wir den Schlüssel als Pendant. Also, für mich sieht es so aus. Wenn ihr einen neuen Job sucht, gehen wir jetzt erstmal von einer neuen Arbeit aus oder Aufstieg bei der Arbeit, die ihr jetzt habt. Hier geht es, wir haben ja hier die Lilien. Die Lilien sprechen immer von Harmonie, Friede, Freude, Eierkuchen, zufriedener zur Arbeit zu gehen, wieder eine Aufgabe zu haben, die ein Ausgleich einfach ist zur Arbeit. Vielleicht habt ihr jetzt einen sehr stressigen Job und wollt in eine andere Abteilung wechseln. Jetzt als Beispiel. So, es kann auch sein, dass ihr sagt, nee, auf das Alte. Ich möchte einfach ein bisschen mehr Harmonie und Zufriedenheit eben haben an meiner Arbeit. Dass ihr das so als Grundvoraussetzung, das werdet ihr auch kriegen. Also den neuen Job hier. Es kann sein, dass es noch nicht im Januar stattfindet. Weil das Schiff bedeutet für mich immer, es ist eine etwas längere Reise, ein etwas längerer Weg. Aber ihr macht euch auf den Weg. Vielleicht dauert es jetzt nicht so lange, wie ihr denkt, sag ich mal, weil wir vorher den Reiter hier haben und dann kommt das Schiff. Dann habt ihr die Kraft und die Stärke, dass ihr spätestens im Sommer was finden werdet. Es werden sich jetzt entweder ihr bekommt jetzt den Impuls, weil ihr einfach sagt, ich muss aus gegebenen Anlass einfach ein bisschen mehr Geld haben. Ich sage es jetzt einfach mal so, wie es mir jetzt reinkommt. Pläne habt ihr. Ihr wisst, was ihr machen wollt. Ihr seid jetzt dabei. Ihr seid am Bewerbungsschreiben. Ihr werdet auch einen dementsprechenden Arbeitsvertrag kriegen. Es kann sein im Sommer, früher Sommer, würde ich jetzt mal so sagen, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, holt euch durch einen Anwalt Hilfe oder durch jemanden, der wirklich Ahnung davon hat. Das ist ein etwas Älteres, was entweder bringt ihr das aus der Vergangenheit schon mit, aber der Bär hat auch immer etwas mit was Altem zu tun. Ne? Drücken wir es jetzt mal so aus. Hier geht auf jeden Fall die Sonne.
Deswegen Sonne, wenn ich hier bestimmte Karten einfach angucke, ist das für mich Frühjahr, Sommer, irgendwie so geht das hier los. Ihr macht euch aber jetzt schon auf den Weg. Irgendeine Tür öffnet sich jetzt hier und sagt so, ich bin jetzt so und so lange da und da, ich muss jetzt einfach mal ein bisschen mehr verdienen. So, ne? Gehaltserhöhung bei Abteilungswechsel, sag ich mal, um auch ein bisschen wieder zufriedener arbeiten zu können, aufzusteigen. Das macht euch zufriedener, das verschafft euch vielleicht auch ein bisschen wieder mehr Freizeit, wenn ihr jetzt bis jetzt einen stressigeren Job gehabt habt. Ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr euch selbstständig machen wollt, klar, selbst und ständig sagt man immer, aber auch das würdet ihr in den Griff kriegen hier. Dafür macht ihr eben, wenn dann auch Pläne. Da kann es sein, dass ihr durch einen Mann, durch die Tatkraft hier, hier geht es um Verpflichtungen, um Vertrag zu unterschreiben. Hier haben wir den Bären nochmal, die Kraft und die Stärke auf dem, dass es vorwärts geht. Der hat einen Brief hier schon im Gepäck. Dann haben wir hier das Schiff und das Schicksalskreuz. Das Kreuz, ich nenne es immer Schicksalskreuz, das ist etwas Wichtiges. Dieser etwas längere Weg ist für euch aber wichtig, um euch über die Sache wirklich klar zu werden, was ihr eigentlich wirklich wollt. Schlüssel, mehr Geld, das geht nicht von heute auf morgen, das ist ein etwas längerer Prozess. Ihr macht euch im Januar aber jetzt Gedanken darüber, beziehungsweise kommt hier kommt Bewegung jetzt rein. Dass ihr sagt, ja, also jetzt mit dem Gedanken spielt ihr eventuell auch schon länger, auch vielleicht was das Selbstständigmachen angeht, überhaupt sich irgendetwas aufzubauen. Etwas aufzubauen kann auch sagen, ihr wollt vielleicht eventuell von zu Hause arbeiten, weil ihr ein bisschen Harmonie und mehr Frieden hier drin haben wollt, einen Ausgleich haben wollt. Vielleicht wollt ihr eine Familie gründen mit eurem Mann hier, vielleicht wollt ihr auch heiraten. Auch das wird dann so kommen, das sehe ich hier. Die Engelsflügel, es bedeutet für mich immer einfach dieses in der Hand haben, ihr seid beschützt, ja, alles wird gut. Auch hier werden sich Türen öffnen, vielleicht spirituell, vielleicht einfach mal meditieren, zur Ruhe kommen, vielleicht spirituelle Themen, die jetzt für euch vielleicht wichtig werden könnten. Auch hier wird sich etwas öffnen oder ihr bekommt einen Hinweis von oben oder ein Wink mit einem Zaunpfahl, irgendwie irgendwas, vielleicht in den Träumen. Es kann alles Mögliche sein, was das angeht. Also ich tippe mal Frühjahr, Sommer. Und ihr werdet mehr Geld verdienen, wenn ihr euch selbstständig macht sowieso. Aber das sieht hier alles wirklich gut aus. Mehr kann ich dem jetzt nicht hinzufügen für diejenigen natürlich, die es betrifft. Wenn ihr gar nicht, sowas gar nicht vorhabt oder euch das überhaupt nicht ansprechen sollte, damit sagt, das hat mit mir eigentlich gar nichts zu tun, dann lasst es bitte weiterziehen, dann ist es nicht für euch bestimmt. Ich kann ja nicht für jeden Menschen auf dieser Welt sprechen. Selbst die Löwen sind unterschiedlich. Dann guckt bitte nochmal in euren Aszendenten rein. Dann ist da sicherlich etwas Wichtiges für euch dabei. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns in Kürze wieder und bis dann, eure Prinzessin der Kelche. Ciao!